Also ich fange damit mal an. So sahen die Essenspakete aus, die man als Flüchtling in Deutschland bekam. Am 23.08.1999 haben meine Mutter, mein Bruder und ich zum ersten Mal so ein Paket aufgemacht. Es roch bestialisch. Meine Mutter war total entsetzt, weil sie nicht verstanden hat, warum die uns jetzt vergammeltes Essen gegeben haben. Am dritten Tag wurden wir endlich aufgeklärt. Wir standen beim Mülleimer, wollten das Zeug wieder wegwerfen. Dann kam eine albanische Frau und tauschte das einfach gegen Dosengemüse aus. Sie versuchte uns zu erklären, hey, das kann man essen. Das ist nicht verdorben. Das schmeckt sogar sehr gut. Es ist Käse. Meine Mutter zog die Augenbrauen hoch und wir lachten. Käse. In meinem Heimatland haben wir zwar Ziegenkäse, aber der hat nicht so vergammelt gerochen. Ich bin Suli Kurban und 26 Jahre alt. Vor 15 Jahren bin ich mit meiner Mutter und meinem Bruder von China nach Deutschland geflohen. Von dieser Flucht möchte ich heute erzählen. Aber vor allem geht es mir darum, um die Menschen, die diese Flucht ermöglicht haben und zu einer Erfolgsgeschichte gemacht haben. Aber zuerst erzähle ich Ihnen, wo ich genau herkomme. Ich bin Uigurin. Uiguren sind eine kleine Volksminderheit, die im Nordwesten von China leben. Und diese Region wird von den Chinesen das autonome Gebiet Xinjiang genannt. Es liegt ungefähr 5600 Kilometer von Deutschland entfernt. In China leben insgesamt 10 Millionen Uiguren. Aber in München ist die größte uigurische Gemeinde außerhalb Chinas. Und diese Uiguren leben deshalb hier, weil wir in China unter ständigen Menschenrechtsverletzungen leiden müssen. Hunderttausende Chinesen wurden extra nach Uigurien umgesiedelt, damit wir in unsere eigene Heimat zu einer Minderheit geworden sind. Unsere eigene Muttersprache, Uigurisch, wurde aus dem Bildungssystem verdrängt. In Schulen und in Universitäten wird nur noch Chinesisch unterrichtet. Und unsere Religion dürfen wir auch nicht frei ausleben. Die Uiguren verlieren somit ihre Kultur und Identität. Und wenn sich jemand mutig ist und für die Rechte der Uiguren einsetzt, riskiert lange Haftstrafen, Folter oder sogar Tod. Das war auch der Grund, warum meine Eltern sich dafür entschieden haben, mit uns Kindern zu fliehen. Das war 1999 und ich war damals 11 Jahre alt. Das Foto ist kurz vor unserer Flucht entstanden. Wir hatten nicht genug Geld, deshalb musste mein Vater erstmal zurückbleiben. Ich erinnere mich an viele Leute, die uns bei der Flucht geholfen haben. Ich erinnere mich an viele Bilder. Ich erinnere mich aber zuerst an Mischa, unseren Schlepper. Ich sehe ihn genau vor mir, wenn ich meine Augen zumache. Er war groß, hatte eine Lederjacke an immer und wir trafen ihn immer mit seinem kleinen Lader auf einem Parkplatz. Die erste Rate wurde übergeben. Ich weiß, dass viele ein negatives Bild von Schleppern haben, dass die nur Geschäfte machen wollen, Flüchtlinge ausnutzen und sich gar nicht für die Schicksale interessieren. Aber ich würde sagen, ich würde ihn als Fluchthelfer nennen, nicht als Schlepper. Weil Mischa hat uns monatelang begleitet. Er stand am Flughafen in Bischkek auf einer Aussichtsbrücke und hat bis zum letzten Schluss geguckt, ob wir auch wirklich sicher durch die Grenzkontrolle kamen. Flughafen in Frankfurt, wir kamen da an und ich weiß noch, wie meine Mutter irgendwie zu mir sagte, geht gerade raus aus dem Flughafen, dreht euch nicht um, bis wir draußen sind. Weil ich hatte zwar in meinem Hand einen Pass und da war auch mein Foto drin, aber da stand ein fremder Name, Firuza. Ich musste als Firuza durch die Grenzkontrolle und ich erinnere mich an den Zollbeamten, der mich anschaute, er hatte meinen Pass in der Hand, Stille, Schweiß, ein langer Blick. Wir wurden endlich durchgewunken. In München erinnere ich mich an viele Helfer, die uns irgendwie sehr unterstützt haben. Ich erinnere mich an die albanische Frau, die mit uns im Flüchtlingsheim gewohnt hat. In ein Flüchtlingsheim mit vier Baracken,
pro Familie oder pro Baracken 13 Familien, mindestens 40 Kinder, ein Gemeinschaftsbad und eine Küche. Es gab fremde Gesichter und viele verschiedene Sprachen und wir hatten keine Privatsphäre. Meine Mutter, mein Bruder und ich mussten uns ein 12 Quadratmeter Zimmer teilen. Da wurde gegessen, geschlafen und Hausaufgaben gemacht. Freunde kamen jetzt nicht zu Besuch, weil ich verheimlichte, wo wir wohnten. Nur meine Klassenleiterin der Übergangsklasse in der Hauptschule wusste Bescheid. Sie kannte meine Geschichte und unterstützte mich sehr und sie kümmerte sich um mich. Zum Beispiel brachte sie mich zur rhythmischen Sportgymnastik, was ich jetzt nicht mehr mache, aber sie half mir auch irgendwie, deutsche Mitschüler kennenzulernen. Ich verbrachte meine ganze Pubertät im Asylbewerberheim. Das war für meine Mutter nicht einfach. Allein mit uns Kindern, ohne ihren Mann und immer in der Unsicherheit, weil wir hatten ja nur eine Duldung und konnten jederzeit abgeschoben werden. Ich erinnere mich daran, dass ich sehr, sehr aggressiv war zu der Zeit. Es ist mir auch ein bisschen peinlich, das jetzt hier alles zu erzählen, aber jetzt muss ich einfach zu meiner Geschichte stehen. Ich war sehr aggressiv und konnte mich in der Schule schlecht irgendwie konzentrieren. Die brachten uns erstmal zu katholischer Erziehungshilfe, wo wir zum ersten Mal mit normalen Kindern in Berührung kamen. Mit normal meine ich Kinder, die nicht in einem Asylbewerberheim wohnen mussten. Ich erinnere mich auch an die Caritas-Mitarbeiterinnen, die mich und meinen Bruder zu Ausflügen oder Feriencamps geschickt haben, nur damit wir ein bisschen rauskommen. Ich erinnere mich auch an mehrere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die mit uns Hausaufgaben gemacht haben, weil unsere Eltern kein Deutsch konnten, oder die haben mit uns einfach gemalt. Wir haben uns immer sehr gefreut. Ich weiß noch, wie wir immer vorm Zaun standen und warteten, bis diese Leute kamen, weil irgendwie nahmen sich fremde Leute für uns Zeit und das war uns damals wichtig. Nach 2 Jahren kam endlich mein Vater nach Deutschland. Das Problem war aber, dass er direkt von Bayern nach Niedersachsen abgeschoben wurde, weil es in München angeblich keinen Platz mehr für ihn gab. Ich erinnere mich an die sehr, sehr engagierte Anwältin, die es geschafft hat, meinen Vater vor der Abschiebung nach China zu bewahren. Und sie schaffte es sogar, dass er bei uns in München wohnen durfte. Ich erinnere mich an diese Zeit, wo ich wirklich dann sehr, sehr froh war, weil nach 6 Jahren Asylbewerberheim durften wir endlich in eine normale Wohnung ziehen. Wir bekamen eine Aufenthaltsgenehmigung für 3 Jahre und wir hatten endlich eine eigene Wohnung mit einem eigenen Bad und einer eigenen Küche. Und ich hatte sogar ein Zimmer. Es war zwar sehr klein und ich hatte keinen Schreibtisch drin, aber es war gut. Ich konnte meine Tür zumachen. Und ich erinnere mich, dass ich die Zeit ja sehr gut genutzt habe, aber ich musste trotzdem die Hauptschule ohne einen Abschluss verlassen. Ich sah für mich wirklich keine Perspektive. Da kam eine Ehrenamtliche, die mich im Asylbewerberheim immer unterstützt hat und es immer noch tut, auf die Idee, dass ich über den zweiten Bildungsweg meine Abschlüsse nachholen kann. Zuerst Hauptschulabschluss, dann den Quali. Ich danke der Lehrer, die wirklich an mich glaubten und ich war wirklich nicht einfach zu der Zeit, schaffte ich es sogar bis zur mittleren Reife. Danach kam ich zum IMAL. Und bevor ich zum IMAL kam, spielte ich nebenbei mit meiner besten Freundin Straßenfußball bei Bund Kickt Gut. Bund Kickt Gut ist eine Organisation oder ein Projekt des organisierten Straßenfußballs. Aber ich war keine gute Fußballerin. Das habe ich auch nur gemacht, weil wir durch Bund Kickt Gut einen Ort hatten, wo wir einfach hingehen konnten. Wir hatten ein Ventil, womit wir unsere Aggressionen rauslassen konnten. Und der Leiter von Bund Kickt Gut half uns irgendwie, dass wir unsere Probleme ihm erzählen konnten. Und er unterstützte uns und konnte uns bei allen Fragen irgendwie weiterhelfen. Und danach kam ich zum IMAL, International Munich Art Lab. Und das ist ein Projekt, wo junge Leute ohne einen Abschluss die Möglichkeit kriegen, sich künstlerisch weiterzubilden. Das hat mir wirklich sehr gut getan und ich habe gemerkt, Kunst ist etwas, was mich auch ein bisschen runterbringt. Durch Bund Kickt Gut und den Kontakt zu Bund Kickt Gut kam ein Filmemacher auf uns. Er machte den Film Draußen bleiben über das Leben von meiner Freundin und mir und der Film gewann viele Preise.
Wir merkten, dass die Leute sich für unsere Geschichte interessierten. Das war ein ganz besonderes Gefühl, weil wir es noch nie erlebt hatten, dass Leute uns zugehört haben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich will nicht mehr rumhängen. Ich will irgendwas aus meinem Leben machen. Eine Mitarbeiterin von Refugio, eine Beratungsstelle für Flüchtlinge, kam ich auf die Idee, zu einer Jugendgruppe von den Münchner Kammerspielen mitzumachen. Aber da ich in dem fetten Gebäude mich total verlaufen hatte, landete ich zufällig bei einem Casting für ein Theaterstück. Und der Titel ist Fluchten 1 bis 4. Also war ich genau richtig, ich spielte mit. Und das Tolle ist, dass nach einer Aufführung zwei Redakteure vom Bayerischen Rundfunk auf mich zukamen und mich gefragt hatten, ob ich Interesse hätte, einfach mal eigene Radiobeiträge zu machen. Ich dachte mir, super, Jackpot, klar mache ich mit. Und ich machte für das Jugendprogramm On3 Radio, jetzt Puls, Radiobeiträge. Und einer meiner Beiträge über ein Theaterstück, Win Place Show, in dem ich auch selber mitspielte, wurde für den Europäischen Civis Medienpreis nominiert. Und ich habe ihn auch tatsächlich gewonnen. Mittlerweile studiere ich an der Hochschule für Fernsehen und Film München, Dokumentarfilmregie schon im dritten Jahr und bin Stipendiatin der Vodafone-Stiftung. Und das alles wäre für mich nicht möglich gewesen, wenn nicht Einzelne oder Organisationen wie Refugio oder Projekte wie Bund geht gut sich für mich eingesetzt hätten. Sie haben an mich geglaubt, sie haben mir Räume geöffnet, sie haben mir Wege gezeigt, wie ich meinen Platz in der Gesellschaft mehr erkämpfen kann. Und damit komme ich jetzt zu Ihnen. Jeder von Ihnen hat die Möglichkeit, Menschen wie mir zu helfen, zweite Chance zu bekommen und ihr Leben oder ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Weil die Menschen, tagtäglich kommen ca. 100 Flüchtlinge nach München und jeder von ihnen sind voller Hoffnung und jeder von ihnen hat ein großes Potenzial. Sie haben es mit großer Entschlossenheit geschafft, viele furchtbare Hürden hinter sich zu lassen. Und mit dieser Entschlossenheit könnten sie wirklich großes Gewinn für Deutschland sein und für jeden Einzelnen von uns auch. Und ich könnte eigentlich 1000 Sachen erzählen, was man machen kann, aber da ich nicht mehr genug Zeit habe, obwohl da steht 1 Minute 50, habe ich Ihnen einen QR-Code mitgebracht. Zücken Sie jetzt Ihr Handy raus. Sie können mir nicht erzählen, dass Sie keinen Code einscannen können. Scannen Sie den Code ein und dann kommen Sie auf die Seite von Bund geht gut mit vielen Anregungen, was Sie konkret tun können. Und das würde uns ganz gut helfen. Ich bedanke mich jetzt schon mal für Ihr Engagement und wir sehen uns draußen hoffentlich und scannen Sie den Code ein. Ich sehe es. Viele haben das Handy gar nicht in der Hand. Seid ihr so brav geworden oder was? Okay, Dankeschön.